Hallo liebe Leute, Grüße zum Test des Tages von Himmel zum Winter. Heute der Sahne-Likör, Creme-Likör von Aldi. Ich zeige euch das mal. Das ist die Flasche da. Ich zeige euch jetzt mal den Test dazu. Hallo liebe Leute, Grüße zum Test des Tages von Himmel zum Winter. Nach zwei negativen und einer positiven Überraschung, dieser Sahne-Likör vom Aldi, das ist der Silverstone Premium Cream Original Sahne-Likör vom Aldi. Und der hat, ist eine 0,7 Liter Flasche, also 17%, also nicht so viel, nicht so wenig. Und das ist schon der Frauen- oder Männerlikör, also ich trinke das gerne. Ich mach mal auf. Jetzt zeige ich das mal. Wenn ich ein Restaurant hätte und den Gästen würde ich dann in die Richtung bezahlt haben, ein halbes Pinchen geben. Und den vertrage ich nicht. So ein viertes Pinchen. Man sieht, dass es so ein. So, das sieht aus wie ein heller Kaffee da mit Milch. Und sehr lecker. Riecht auch schon mal noch nach Schokolade und ein bisschen Alkohol da, aber ist ziemlich süß und das sind 70%, merkt man gar nicht, aber sehr lecker. Den wünsche ich auch meine Mutter zum Geburtstag, der nächste Woche Geburtstag. Sag, was wünschst du dir? Ja, diesen Likör da. Sie sagte, das ist unser Baileys, ich habe Baileys noch nicht getrunken, aber das wird so ähnlich sein. Bloß Baileys, ich schätze, der kostet für 8 Euro. Und der kostet die Hälfte, der kostet 3,99 und für eine Pizzeria oder eine Kneipe oder ein Restaurant und dann ein halbes Pinchen für jeden Gast, das ist nicht so teuer und dann freuen die sich. Ist auch für Mann, Frau und junge Leute geeignet und nach so einem halben Pinchen kann man ein Auto fahren, also sehr lecker. Den Rest mache ich dann immer noch mit Wasser da und das ist, weil es so lecker ist, mache ich das Glas mit sauber. Also sehr gut und für 4 Euro, das ist, ich hätte nie gedacht, dass es da so was Gutes gibt. Sehr zu empfehlen. Für zwischendurch, für die Gäste. So, das war jetzt der Test von mir. Ich habe noch 10, 20, noch ungefähr 20 Flaschen da stehen im Regal. Hatte ich mal alle gekauft und jetzt kann ich, gehe ich dadurch zur Party ein und dann können die bei mir Getränkeprobe machen. Und also sehr lecker. Was kann man noch dazu sagen? Was soll ich euch denn nochmal? Das ist bei Aldi. Ich weiß nicht, ob es den mit einem anderen Laden auch gibt. Ich schätze doch. Ist ja keine Aldi-Marke, aber. Das Etikett. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ein bisschen Werbung für mich. Okay, das war der Test. Sahne-Likör vom Aldi, Creme-Likör für 3,99. Jetzt haben wir 2015. In ein paar Jahren wird wohl ein paar Cent mehr kosten da. Oder vielleicht eine andere Währung da. Vielleicht haben wir wieder die D-Mark oder haben wir jetzt den Dollar der nächste oder so. Also, aber nur zu empfehlen. Okay, ciao, mit abonnieren.